Hello, dear friends from YMCA Germany and YMCA in Europe. This is Mario from YMCA Siderno in Italy. Hello, everyone. My name is Gwen. I'm talking to you from the sunny island of Malta. Hello, dear friends in YMCA Germany. It's Risto from YMCA Finland. Hello, my name is Adeline. I'm the Swedish member of the ESY. Hallo zusammen, mein Name ist Fabian, ich bin aus Basel, aus der Schweiz, vom CEFI Region Basel. Hallo, I am Fonza, YMCA in Kosovo Coordinator for PEA region. Here is the center of PEA and this is the playground that we use to do some of our activities. Besides in PEA, we also work in Pristina, Jakovara, Vesdečan and Gjonik. We also have a camp in Pietarsaare, which is almost finished, and when it's done, it will be one of its kind. Our goal is to empower young people. Each week, over 1,000 young people attend our trainings. The trainings are about leadership, music, arts and crafts, mental health, gender equality, and environment. Greetings from Kosovo, bye! Hello, my name is Viktor Iliev, coming from YMCA Bitola, Macedonia. Sending you these greetings, video greetings to our German friends from the sports group on request from Alexander Kirkovsky from YMCA Skopje. Basically, we have two YMCAs in Macedonia, one in Skopje, one in Bitola. In Skopje, they are doing primary sport activities like volleyball, football and some other sports, working on empowering young people, as well international exchanges on the, and trainings on the same thematics, let's say. And in Bitola YMCA, the things we have common is the young people, empowering young people through different kinds of activities. But not necessarily only with sports or focus on sport, but more on outdoor camps. So this is our passion. For the this brief video, that's it. Greetings to you and to our friends and volunteers in Germany. And bye bye. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel angekommen. Nach einer langen sechsten Etappe über 6000 Kilometer sind wir wieder hier auf der Bundeshöhe beim Zifferort im Westbund in Wuppertal. Unterwegs zu Freunden waren wir. Mit dem Kanu, gejoggt, in einem Kinderwagen unter dem Rasenmäher hergelaufen, mit dem Mountainbike unterwegs. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise habt ihr euch auf den Weg gemacht. Faszinierend. Ich bin begeistert.
Und gemeinsam und miteinander haben wir die gigantische Zahl von 26.462,9 Kilometern zurückgelegt. Und wir haben Freunde getroffen und Freundinnen getroffen in den Ländern, in die wir gereist sind. Ihr habt es auf den Clips gesehen, die Grüße, die wir aus ganz Europa bekommen haben von jungen Menschen, die im CVM, im YMCA zu Hause sind. Jetzt sind wir am Ziel und da heißt es ja natürlich erstmal die Beine hochlegen und was Kühles trinken und neue Kräfte schöpfen. Aber eigentlich war das Ankommen am Ziel gar nicht das Ziel unserer Reise. Das Ziel war, unterwegs zu sein, Menschen zu treffen, Neues und Neue kennenzulernen. Das Ziel war, in Bewegung zu sein. Reinhard Deichgräber, ein Theologe und Schriftsteller, hat einmal ein kleines Buch geschrieben und das hat er betitelt Unterwegs wirst du ein anderer Mensch. Und er stellt in diesem kleinen Buch fest, was wir eigentlich alle wissen, dass wir Menschen auf Bewegung hin angelegt sind. Wenn wir uns nicht mehr bewegen, dann werden wir krank. Und Reinhard Deichgräber stellt fest, dass das auch im Glaube an Gott so ist. Ganz viele Geschichten in der Bibel sind Weggeschichten, sind Geschichten, wo Menschen unterwegs waren. Wo Menschen im Unterwegssein gespürt und erfahren haben, dass Gott mit ihnen auf dem Weg ist. Ja, wo sie sogar manchmal riskante Schritte gegangen sind, weil Gott sie beauftragt hat und gesagt hat, geht hin zu den Menschen. Vielleicht lasst irgendetwas los und verlasst etwas, aber macht euch auf den Weg. Vielleicht seid ihr auch verändert worden auf diesem Weg, unterwegs zu Freunden. Durch Begegnungen, die ihr hattet, aber vielleicht auch durch das Nachdenken, durch das im Gebet sein mit Gott, im Reden mit ihm, im Hören auf ihn. Pause machen, ja, das ist so ein bisschen das Gefühl, das wir gerne in unserem Leben haben und manchmal wollen wir das auch in unserem Glauben, Pause machen. Aber wie ich es gerade von Reinhard Deichgräber schon gesagt habe, der Glaube ist nicht auf Stillstand angewiesen, sondern auf Bewegung, Schritte zu machen, nach vorne zu gehen, immer wieder neu im Auftrag Gottes loszugehen, hin zu den Menschen, hin zu Menschen, zu denen er uns vielleicht schickt, weil sie unsere Hilfe brauchen oder weil sie Segen brauchen. Weil Gott sagt, wenn ihr unterwegs seid als Christen, dann seid ihr als Gesegnete unterwegs und dann bringt ihr anderen diesen Segen. Glaube heißt, im Vertrauen auf Gott Schritte zu tun, hin zu Menschen und als Gesegnete ihnen Segen weiterzugeben. Mutige Schritte zu gehen. Clemens Bittlinger, ein Liederdichter, hat es einmal so in einem Lied formuliert: Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann für mein Leben, seinen Plan. Ich wünsche dir, dass du durch diese Reise, dieses Unterwegssein zu Freunden viel Neues entdeckt und erlebt hast. Ich wünsche dir, dass du das immer wieder in deinem Leben erlebst. Und ich wünsche dir vor allem, dass du in deinem Glauben erlebst, dass mit Gott unterwegs sein eine faszinierende Reise ist. Immer wieder neu mit ihm zu starten. Und er sagt und verspricht, ich bin bei dir, ich gehe mit. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Er wird's gut machen. Er wird dich segnen.